Was willst du denn hier? Warum gehst du nicht ins Telefon? Ich hab dir doch gesagt, auf dem Flughafen ist ein kranker Löwe gelandet. Der braucht deine Hilfe, den musst du dir ansehen. Und zwar jetzt gleich. Kann das nicht jemand anderer machen? Ich kann heute unmöglich weg. Glaubst du, ich würde hier stumm klingeln, wenn ich dich nicht bräuchte? Hier, überzeug dich selbst. Dr. Fehrmann? Verdammt, Berghoff, wo stecken Sie denn? Herr Dr. Fehrmann, ich bin's. Ah, Frau Dr. Mertens. Hat er Sie endlich erreicht? Was ist das für ein Löwe? Was ist denn mit ihm? Er war auf dem Flug von Moskau nach Antwerpen. Das Flugzeug hat einen Zwischenstopp eingelegt. Und da ist irgendjemandem aufgefallen, dass das Tier entsetzlich brüllt. Haben Sie den Löwen gesehen? Was war denn Ihr Eindruck? Ich denke, er hat starke Schmerzen. Wahrscheinlich was an den Zähnen. Sie sollten ihm ein Schmerzmittel geben. So wie er sich aufführt, würde ich ihm keinen weiteren Flug zumuten. Ja, gut. Ich komme. Beeilen Sie sich. Bis gleich. Entschuldige. Es tut mir leid. Ich müsste dringend noch mal weg. Es dauert bestimmt nicht lange. Wartest du auf mich? Ich warte wenigstens so lange, bis mein Vater wieder da ist. Ich habe ein paar Sachen aus deiner Praxis geholt, falls du was brauchst. Ah, danke. Würdest du meine Eltern bitte noch anrufen und ihnen das sagen wegen der Fabrik? Ja. Danke. Ich beeil mich. Die Leute vom Flughafen haben bei mir zu Hause angerufen. Sie wussten ja nicht, dass ich zurzeit nicht im Amt bin und nichts entscheiden kann. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Tieren helfe ich immer. Ich höre ihn. Wo ist er denn? Hier lang. Und er hatte wirklich keinen Begleiter? Nein, nur die Frachtpapiere. Vielleicht hat er irgendwas verschluckt. Ja, ist schon möglich, aber so kann ich nichts sagen. Ich muss ihn untersuchen. Wir müssen Conny anrufen. Wir brauchen den Transporter. Er wird sich freuen um die Uhrzeit. Sie sollten auch die Kollegen in Moskau und Antwerpen informieren. Klar, mache ich. Haben Sie die Nummer? In meinem Büro. In Ihrem. Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Ihnen nicht? Ich dachte auch schon. Die Miene erinnert mich irgendwie an Leon. Den haben wir doch nach Moskau geschickt. Ja, aber in den Frachtpapieren steht, er heißt Igor. Herr Weidner? Ja, Berghoff hier. Ich weiß, wie spät es ist, Herr Weidner. Wir haben hier einen Löwen und ich bräuchte unbedingt den Transporter in der Frachthalle. Leon habe ich wegen einer Gastroenteritis operiert. Der hat einen Darmverschluss. Erinnern Sie sich? Ja, natürlich. Danke sehr. Der Conny ist unterwegs. Ich kläre das mit dem Zoll, dann können wir den Löwen mitnehmen. Schon erledigt. Sie müssen hier nur unterschreiben. Ich kann Entwarnung geben. Es liegt keine akute Entzündung vor, auch kein Darmverschluss. Aber hier ist ein Knochensplitter eingeklemmt, direkt am Mageneingang. Kein Wunder, dass er Schmerzen hat. Ja, normalerweise wirken Löwen so unverdauliches Zeug wieder aus. Ja, genau dabei kann es passiert sein. Besteht eine Chance, dass sich das Ding da von allein bewegt? Ja, der Splitter sitzt zu tief. Das muss ich operieren. Dann rufe ich in Antwerpen an und sag Bescheid, dass er länger bei uns bleibt. Ich mache das mit dem Endoskop, dann ist er morgen wieder fit. Es ist übrigens tatsächlich Leon. Die Narbe ist von der alten OP. Und ich habe den Mikrochip gescannt, den wir nach der Geburt implantiert haben. Und die Nummer ist die Nummer von Leon. Und warum heißt er dann Igor? Vielleicht haben ihn die Russen umgetauft. Das kann natürlich sein. Auf jeden Fall müssen wir uns beeilen. Ich kann die Narkose nicht endlos hinauszögern. Lange kann es jetzt nicht mehr dauern, bis er aufwacht. Du bist dagegen, wenn ich so lange bleibe? Nein, warum? Ja, ich dachte, vielleicht ist es dir nicht recht, mit mir alleine zu sein. Also, so schlimm ist es auch wieder nicht. Es fällt mir verdammt schwer zu akzeptieren, dass ich keine Chance habe. Hey. Sag mir einfach Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Solltest du keine Schmerzen mehr haben. Es reicht völlig, wenn du mich beim nächsten Taxistand aussteigen lässt. Ach Quatsch, komm, ich fahr dich nach Hause. Gut, ich hab's verstanden.
Ah, übrigens, ich bin morgen unterwegs. Ich fahre nach Brandis. Einer von unseren Tierpflegern hat sich selbstständig gemacht und betreibt da draußen eine Rentierfarm. Und einer seiner Tiere hat sich verletzt und sein Tierarzt ist auf Urlaub. Du bist für uns erreichbar, oder? Ja, ja, klar. Und bevor unser Löwe auf die Reise geht, werde ich ihn natürlich auch noch untersuchen. Daraus wird wohl nichts. Er bleibt besser noch eine Weile hier. Ich habe mir gestattet, mit meinem Schlüssel in Ihr Büro einzubrechen und mit den Kollegen in Moskau telefoniert. Da ist es inzwischen übrigens früher Morgen. Der Mann, der den Tiertransport abgewickelt hat, heißt Job van Hüst. Es hatte sich noch nicht bis Moskau herumgesprochen, dass er nicht mehr für den Antwerpener Zoo arbeitet, sondern entlassen wurde. Die Sache war auch ein Thema beim Verband der Zoodirektoren. Was für eine Sache? Van Hüst hat Kontakte zu Tierhändlern, die Löwen aus europäischen Zoos und Wildparks nach Südafrika exportieren. Cant Hunting. Genau. Die Tiere müssen als lebende Zielscheibe für schießwütige Safari-Touristen herhalten. Der Löwe sollte in Afrika erschossen werden. Mhm. Von Leuten, die sich's leisten können. Ein ausgewachsenes Männchen abzuknallen kostet 20.000 bis 50.000 Dollar. Und mit der Namensänderung wollte man wohl alle Spuren verwischen. Dann hat der Knochensplitter offenbar sein Leben gerettet. Glück im Unglück, so sieht es aus. Und wir sollten dann wohl was unternehmen. Diese Verbrecher. Na, erstmal müssen wir abklären, ob der Löwe nicht doch für Antwerpen bestimmt war. Den Anruf überlasse ich Ihnen. Ich möchte die Kollegen ungern aus dem Bett klingeln. Ja, ich bestelle mir ein Taxi. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, danke für die Information. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Schönen Tag. Tschüss. Das war der zuständige Kurator. Und? Was sagt er? Antwerpen war tatsächlich mit Moskau im Gespräch über einen Löwen, aber sie haben sich dann für einen aus Prag entschieden. Und der Kontakt lief damals über Van Hüst. Der da noch angestellt war. Richtig. Und in Moskau nicht erzählt hat, dass er mittlerweile auf eigene Rechnung arbeitet. Die Kollegen in Antwerpen werden Strafanzeige gegen ihn stellen. Die Frage ist nur, was man ihm nachweisen kann. Man müsste diesen Kerl auf frischer Tat ertappen, sozusagen mit dem Löwen im Gepäck. Dann sollten wir dafür sorgen, dass das passiert. Haben Sie eine Ahnung, wie wir ihn erreichen? In den Frachtpapieren steht eine Telefonnummer. Van Hüst kommt morgen nach Leipzig und holt seinen Löwen ab. Gut gemacht. Und jetzt informieren wir die Kripo. Dann darf ich Ihren Chefsessel eigentlich wieder räumen. Das fragen Sie mal unseren Oberbürgermeister. Der weiß doch bestimmt längst, dass die Ermittlungen gegen Sie eingestellt worden sind. Natürlich weiß er das. Aber vielleicht hofft er ja, dass ein bisschen was von der Affäre an mir hängen bleibt. Also, obwohl an den Vorwürfen nichts dran war? Sie wissen doch, wie zäh und langlebig Gerüchte sind. Ihr Büro. Noch. Luisa, guten Morgen. Bist du so früh schon im Zoo? Ja, ich warte noch auf Mama. Sie untersucht noch einen Löwe und dann fahren wir zur Rentierfarm. Hast du gar keine Schule heute? Ich fahre heute noch ins Puppentheater. Papa holt mich ab und er bringt mich dann noch hin. Und was gibt's denn? Die drei Schweinchen. Kenn ich, die sind toll. Ja, ich auch. Hab mit Papa mal früher vorgelesen. Jetzt liest er nicht mehr vor. Ja, wie denn? Er ist doch so selten daheim. Guck mal, da kommt sie. Ich muss ganz kurz mit ihr reden und dann hast du sie ganz für dich alleine. Okay. Viel Spaß mit den Schweinchen. Wie geht's deinen Patienten? Gut. Und hat sich euer Verdacht bestätigt? Ja, die Kripo ist informiert und nimmt sich den Kerl zur Brust, wenn er hier auftaucht. Luisa, deine Jacke. Und wieso ist Dr. Fährmann jetzt noch nicht im Amt? Keine Ahnung, der OB scheint das künstlich zu verzögern. Mit eurer Versöhnung scheint es auch nicht wirklich zu klappen. Ich hoffe, du machst dir nichts vor, Susanne. Am Ende stehst du alleine da. Es wird schon alles kommen, wie es kommen muss. Wenn ich die Fortbildung abgeschlossen habe, dann werde ich sowieso kündigen. Warte mal. Hat er das von dir verlangt? Nein. Ich will nicht noch einen Fehler machen. Moment. Überstürz mal nichts. Ich habe vielleicht eine bessere Idee. Na, mein Schatz. Auf geht's.